Vielleicht brauche ich eine TNT-Kanone, Leute. Wir könnten die Leute witzig pranken, indem wir ihre ganzen Häuser voll mit Dia-Blöcken stellen. Das wird Basti so freuen, Mann. Der wird so glücklich sein, Alter. Heute habe ich mir bei Craftwerk Folgendes überlegt, Leute. Ich möchte eigentlich heute mal, würde ich gerne die Yacht zum Abschluss bringen, aber ich habe mich auch mit Romata verabredet für einen kleinen Prank, Leute. Ich weiß noch nicht genau, wen es treffen wird. Ich habe aber eigentlich Bock, noch mal ein bisschen was zu machen. Craftwerk ist momentan leider ein bisschen eingeschlafen und ich würde gerne der Provokateur sein, der dafür sorgt, dass wieder ein bisschen was passiert. Versteht mich nicht falsch. Ich wollte die ganze Zeit Ruhe, aber jetzt ist mir zu ruhig, Leute. Und das ist natürlich auch ein bisschen störend. Deshalb weiß ich, ob ich Rotpilz da jetzt wieder an der Stelle treffen lassen sollte. Spark of Phoenix pranken. Ja gut, Leute, dann kann ich auch direkt meinen Kanal löschen, weil dann bin ich eh hier bei Spark Attack wahrscheinlich, aber Craftwerk bin ich auf jeden Fall raus. Danke, dass die Lytra aufgegangen sind an der Stelle. Maximale Shoutout an Minecraft. Nice. Nice. Lies den Chat durch, überhaupt nicht, Mann. Ich kann nämlich nicht lesen, leider. Ich bin geborener Analphabet. Okay. Saubelastende Geschichte. Das Ding ist, Leute, guck mal, wir wissen jetzt gerade bei Craftpack nicht wirklich, was wir tun sollen. So, ich kann nochmal. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir machen eine kleine. Oh, Spark ist da. Huhu, ich glaube, Spark hat Angst, dass er geprankt wird. Wir könnten auch eine kleine Real Talk-Folge machen, Leute. Darüber, ob nicht eventuell so ein bisschen Roleplay-mäßig, so Craftpack 4-mäßig. Wieder ein bisschen Zeit dafür wäre. Ich bin der Meinung, dass, nee, du bist da nicht raus, funktioniert nur nicht so gut, weil ich ein Stalker bin. Okay, Spark, aber wenn du jetzt da bist und ich einfach dein Haus anzünde als Prank, so Prank-mäßig, dann, also, oder? Also ich meine, nee, mach lieber ein bisschen Stress. Ja, aber Leute, mit wem? Mit wem ist die Frage? Spark ist direkt da, Alter. Ich bin online, zack, Spark ist da und kommt vom Server. Ich habe überlegt, Trimax irgendwie abzufangen. Ich muss gleich 3 Stunden mit Trimax Arc spielen, Leute. Und da bin ich ein bisschen überfragt. Wir gucken jetzt mal, was Romatra dazu sagt. Ich habe wirklich halt, ich hätte so Bock, dass sich hier verschiedene Fraktionen bilden, Mann. Dass wir halt wieder richtig anfangen, ja, irgendwie einfach geile Geschichten zu bauen. Ich habe auch, vielleicht baue ich eine TNT-Kanone, Leute. Auf Patrits Haus. Das ist halt so dumm, weil ich das Haus halt gebaut habe, Mann. Einser, wenn du Collins Casino sprengst. Ist Collins Casino überhaupt fertig, Mann? Ja, mein Haus ist komplett broken, Alter. Guckt es euch mal an, Leute. Hier passiert nichts mehr, Alter. Lull. Hier hat wirklich immer was kaputt gemacht. Ach, Mann, Alter. Das Ding ist jetzt so Patrick gebandet. Ich hab's mir eigentlich gewünscht. Aber jetzt ist es halt wieder langweilig. So, wisst ihr, was ich meine? Ich sehe in diesem Projekt noch so viel mehr Potenzial. Wir gehen mal kurz Discord und ich check mal ganz, was mit Romatra ist, Alter. Okay, Romatra. Guck mal, der Chat verlangt von mir, dass wieder ein bisschen Action abgeht. Craftwerk ist langweilig geworden, oder? Ja, ich glaube, das Roleplay wurde zur falschen Zeit am falschen Ort gemacht. Weißt du, ich meine, das ist irgendwie immer so schnell gestorben. Ja, Bro, wir haben es noch nicht durchgezogen, Alter. Real Talk jetzt. No hate intended. No hate intended. Aber Romatra, ich glaube, es liegt an uns, mal eine Storyline jetzt hier ins Rollen zu bringen, Alter. Weißt du, was ich meine? Hm? Nö. Du bist vom Teufel besessen. Okay. Und sprengst das Haus von JB. Gut, oder? Gute Storyline. Kann ich nicht vom Teufel besessen sein und das Zeug von Iosa sprengen? Den habe ich eh noch ein bisschen in Wut wegen der Wolke. Okay, pass auf, Romata. Ich unterstütze dich. Ich gebe dir TNT und ich guck mir das an, wie du das machst, ja? Okay? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Iosa ist eine Konfliktpartei, die definitiv geweckt werden möchte. Das hat er auch mehrfach in seinen Videos betont, dass er voll Lust hat, von dir geprankt zu werden. Das hat er so gesagt. Der Film Craft Attack darf für mich noch nicht aufhören. Wisst ihr, was ich meine so? Wir könnten die Leute witzig pranken, indem wir ihre ganzen Häuser voll mit Dia-Blöcken stellen. Weil ich habe da noch welche und die benutze ich eh nicht. Weißt du, was ich meine? Alter, wie viele hast du? Rum? Ich habe ungefähr 5-6 Dia-Blöcke. What? Insane stabil. What the f***? Damit könnten wir die ganze Prank Nation mäßig auch so, ne? Ja, genau. Craft Ice. Romatra, das ist Content, den fühle ich sehr. Oh, Alter, wir pranken Basti GAG, Digga, damit. Mit den Diablöcken? Ja, Mann, wir bauen Basti GAGs IKEA voller Diamanten. Die Frage ist, darf Basti GAG dann abgefuckt sein? Nee, darf er nicht. Wird er abgefuckt sein? Ich hoffe es doch. Damit hier ein bisschen was passiert, Alter. Damit hier mal wieder ein bisschen Action ins Leben kommt, Leute. Kann ja nicht sein, dass wir dieses Projekt machen und so am Rumpimmeln sind hier, Alter. Alter, Romatra, verstehst du, was ich meine? Bro, Craft Attack 4 und 5 war ein anderer Film, Alter. Ich hab mich eingeloggt, ich hab Flashbacks, Digga, wenn ich jetzt dran denke. Ich krieg Vietmann-Flashbacks, Romatra, okay? Wir verstehen uns. IKEA-Logo Ice Out ändern. Ja, Mann. Ja. Bist du down, sagst du? Da bin ich Bro, dabei. Ganz, ja. Ich pack auch nochmal 14 Dias-Blöcke dazu. Was soll's? Ganz ehrlich, Mann. Was sind die überhaupt her? Also, die hast du sicher nicht selber gefahren. Doch, Enderkiste, Habebe. Was geht ab? Veni, Alter, Dicker. Wie geht es dir, Mann? Ich habe gerade über die V-Con erzählt, wo wir zusammen hinwollen. Auf die V-Con? Ja, wenn man, das ist ja diese Messe, wo man, wenn man 600 Mal masturbiert hat, darf man ja zusammen da hingehen. Und wir haben es ja gerade ganz knapp geschafft. Ja, moin. Veni, guck mal, du bist ja IKEA-Gang hinten bei Basti, so, ne? Ich war jetzt 2 Wochen gebannt, Kappa. Perfekt, ja, ja. Das Ding ist, ich würde bei Basti einen Prank machen. Ich möchte Bastis gesamten IKEA mit Diamantblöcken füllen. Ist ein Killer-Prank. Ich sag's dir nur so, wie
wie es ist. Du lässt das doch sicherlich zu, oder? Ich muss dann nicht fragen, du musst eher Fabo fragen, glaube ich. Okay, was machen wir da? Hallo! Ah, Fabo, geil, das ging ja sauschnell. Wir wollen den Ikea von Basti ein bisschen mit Diablöcken zubauen. So auf Iced-Out-Prank-Basis, weißt du? Normalerweise wäre ich so dagegen, aber da er jetzt eigentlich schon so gut wie fertig ist. Sind ja auch Diamantblöcke, musst du mal so sehen, ne? Also, ja, eben. Wenn wir, ich habe zwei Fragen. Erste Frage. Warum Diamantblöcke? Ja, weil wir reich sind. Und die zweite Frage, reagiert Justin auf das Video? Justin wird hoffentlich auf das Video reagieren, weil es halt ein Iced Out Ikea jetzt ist, Leute. Ja, weil es ein Minecraft-Video ist. Und Justin ist ja auch ein alter Minecrafter. Stimmt, Minecrafter, Alter. Pixelwolf damals gewesen. Für mich ist Justin immer noch Pixelwolf. Egal, wie viel Peso er bringt, für mich ist er Pixelwolf. Ja, Mann, Digga, wir haben 5 Stacks Dias, Alter. Lass mal grinden jetzt, Mann. Also, wir holen die gleich. Und habt ihr 5 Stacks Dias? Warte mal, Dias oder Diablöcke? Diablöcke. Ey, hier ist hier so Kurt Buller-mäßig alles, Alter. Hier ist ja sogar Kurt Buller. Das sieht ja echt so aus. Ist definitiv Lebensmittelvergiftung. Alter, sehr stark. Dankeschön. Danke für das Eye of Ender. Oh, ja. Sind das hier die Mitarbeiter oder? Was? Nee, das ist ein Obdachloser. Ja, das ist das Ding, wenn ihr die Tür nicht nachts. Ist das hier Marihuana? Nein. Alter. Weiß nicht, geh mal da bitte weg. Ey, Fabo, komm mal bitte kurz her. Ja. Sorry, aber hat Basti ein Drogenproblem oder so? Nee, den Banner habe ich hier hingestellt. Okay. Also ich baue ja mit Basti den Ikea. Also Fabo, sorry, aber du weißt, wie schädlich Kiffen ist, ne? Das macht dumm. Sorry. Alter, Fabo, ne? Also ich sag's mal. Wenn du was brauchst, Digga, gib Bescheid. Nee, also ich will ja nicht dumm werden, so. Nur dumme Leute nehmen Drogen. Und Romatra halt manchmal. Ja, aber bin ich dumm, weil ich Drogen nehme oder nehme ich Drogen, weil ich dumm bin? Beides. Aber der Ikea ist schon richtig geil ausgebaut, muss ich sagen. Also ich sehe ja schon echt eine Menge Einrichtungsgegenstände, Mann. Ja, danke dir. Wenig, du hast damit nichts zu tun, hast du eben gesagt. Ah, hier ist diese Assi-Abteilung, wo es so Sofas gibt. Hier so Bücherregale. Hier hängen überall, bei mir hängen hier überall Bilder von Trimax, Mann. Das ist so gruselig, Alter. Wie schrecklich. Alter, Osmerald, überall Osmerald-Bilder. Mann. Siehst du es, Romatra? Was ist das? WW? Ist das hier WW? AWC. WW, ja. Achso. Weil Wohnzimmer ist hier drin. Boah, voll schön. Ist das hier ein Wickeltisch? Alter, er hat einen Wickeltisch gebaut, dieser Allmann. Bro, die Toiletten sind actually insane gut, Mann. Bro. Holy Mann. Wieder einer. Gibt's hier auch Pissoirs? Alter, wie eine geil. Pissrinne gibt's. Geil, Alter, kann man... Ach, guck mal, man kann einfach rausnehmen und es trinken. Und jetzt trinke ich hier so ein Klo. Ach, ist ja geil. Na, das ist ja praktisch hier mit dem Wasser. Alter, ist ja wie ein Berghain hier. Alter, ja, das schmecker leckert. Oh, schön, ist ein bisschen hell hier im Darkroom, ne? Lecker, Alter. Was haben wir hier? Oh, Küchen, Alter. Ey, Basti ist echt insane, was das angeht, ne? Fabo, das ist mir Basti. Warst du das, Fabo? Ja. Und warum hängt hier Trimax über der Badewanne? Für die einsamen Nächte. Klappt die auch? Nein. Nee. Wie im echten Ikea. Das ist die schlimmste Abteilung im Ikea hier. Das ist die schrecklichste, Mann. Da stinkt es immer so. Digga, diese ganzen... Alle kaufen mir diesen Bambus, denn ich hab ihn auch. Das hier ist die geilste Abteilung. Immer mit dem Wagen rumfahren. Alter, so geil. Und hier vorne Kassa. Aber hier ist noch dieser Hotdog-Stand, der fehlt noch, ne? Der kommt noch. Ah, hier. Hotdog. Alter, dieses Hotdog. Junge, dieses Hotdog, Alter. Ich schwör's, Alter. Eiscreme? Ist das China-Imbiss hier so, ne? Gehen wir mal ins Kinderland, oder? Komm, Leute. Kann mir jemand erklären, wie man hier rauskommt? Depressiv halt. Gar nicht, du musst einen Block abbauen. Gar nicht. Mega geil für die Kinder. Die Kinder werden hier in Bällebad deponiert und kommen nicht wieder weg. Mega geil für die Kinder. Ach, die Hüpfburg ist so cool. Geh mal in die Rutsche, Levi. Okay, warum? Was passiert da? Ist da irgendeiner drin, der mich anfasst? Alter, ist das Braindead, Junge? Ist das dumm? Ist das hirnlos, Alter? Das ist das dümmste... Hör auf, Stau zu machen! Geh weiter! Ich bin stecken geblieben. Hier vorne der ganze Raum, oder? Ich würde fast auch sagen, oben im Lager, weil dann kann er nichts mehr machen. Oder halt hier direkt alles so, weißt du? Oder halt von außen halt wirklich. Du musst, guck mal, Fabo, eine Sache, die du jetzt lernen musst, ne? Also ich glaube, Restaurant triggert Basti am meisten, weil er das gestern... Also Basti hat eher so oben Restaurant gemacht und Dings. Also ich glaube, hier wäre schon... Ja, Bro, lass mal den Restaurant machen, weil das sieht doch von außen... Warte. Wir haben 5 Stacks Diablöcke, ne? Mhm. Ja, ein bisschen mehr vielleicht. Alle in einen Raum ballern, wo Basti dann hier mit einem Haste 2 Beacon die einfach wegzimmert? Oder willst du die überall im Ikea verstecken? Er muss den Beacon erst sowieso verschieben. Wir verstecken die überall, aber wir machen trotzdem hier erstmal das ganze Fenster zu. Einfach nur für ein Thumbnail, wisst ihr? Alter, wie viele Diablöcke hast du? So, hier, nehmt euch auch mal gern Stack, nicht? Und dann machen wir erstmal hier vorne voll und unten halt den Eingang. Damit wir hier einmal komplett iced out gehen, Alter. Alle Zugänge. Bauen wir die Falltür hier ab, oder nicht? Ja, die habe ich abgebaut. Das ist ein bisschen griefing auch. Das wird Basti sicherlich triggern. So, oh, Diablöcke sind echt hübsch, muss ich sagen. Also die gefallen mir. Ja, die schönste Farbe, oder? So, was? Dann lassen wir hier unten deswegen noch zubauen. Deswegen habe ich so viele davon gefarbt. Komm, wir bauen hier auch nochmal zu. Und dann verstecken wir im Ikea noch überall welche.
So. So, wir packen jetzt aber hier überall nochmal welche hin, würde ich sagen, oder? Also jetzt halt. Oh, ihr habt alle rausgenommen, aber lasst mir mal. Ich hätte so ein paar Diablöcke hätte ich ja dann noch am Ende. So. Lass mal nicht alles verballern. Ah, das wird Basti so freuen. Der wird mit den ganzen Diamanten so viel machen können, ne? Warum machen die das? Weil, Leute, Brumatras Vater ist Prinz Markus von Anhalt, deshalb. Ich bin Brumatras Vater. Da wird Basti sich richtig freuen, weil der hat auch mal gesagt, der braucht unbedingt alles Eis dort. Basti GAG ist sowieso jemand, der sehr viel Wert auf Schmuck legt. Das hat er mehrfach in seinen Streams jetzt betont. So, Alter, der Eisdaut Ikea, Leute. Generous, Leute. Wir sind generous people einfach. Wir geben Basti GAG, was er immer vermisst hat. Eine Menge Diamanten. Ihr könnt jetzt mal auf Romatas Kanal gehen und den abonnieren. Oh, guck mal hier, Leute. Das wird Basti auch richtig triggern. So. Ey, Fabo, so dumm, dass er das mit sich machen lässt, oder? Ich bin eher heute Abend nicht da. So. Irgendwie tut das schon wieder ein bisschen blutet mein Herz. Weil ich hab, aber nur ein bisschen, es ist nur ein bisschen. Bro, weißt du, was du machst? Du forderst die einfach zurück, nachdem er sie abgebaut hat. Oh ja, genau, das ist gut. So, einmal Pissrinne trinken vorne. Ja, Leute, also an der Stelle dann noch, wie gesagt, gerne mal bei Romatra am Kanal vorbeischauen. Danke für den gratis Content. Kuss auf dein Auge auf jeden Fall. Sehr, sehr geil. Alter, Fabo rastet hier komplett aus. Romatra, komm mal mit. Ich mach einfach mit. Ach, können wir hier aus der. Oh mein Gott, wie insane hat er die Toilette gemacht. Gönn dir. Weil ich trinke auch noch meine Potion of Slow Falling. Wenig findest du auch, dass Basti die Toilette so insane gemacht hat? Absolut. Alter, das ist krass. Was ist denn das hier, bitte? Was denn? Diese Toiletten, was sind denn das? Ja, das sind Item Stands. Armor Stands. Mit Armor Stands. Ja, egal, Romar, das spielt Minecraft gar nicht so lange. Ah, mit dir, Helm, oder was? Das wird Basti so freuen, Mann. Der wird so glücklich sein, Alter. Ist wirklich gut, ist geil. Bau ein Pimmel. Ah, genau, Ausrufezeichen Prime, ganz wichtig, Leute, ja. An alle Leute, die gerade streamen hier. So, Fabo, wie gefällt dir die Ikea so, Iced Out? Also, ich muss sagen. Sieht schon wild aus. Ist auf jeden Fall, ja, Mann. Würde ich genauso tragen. Das Ikea-Logo, oh, true. Wir müssen irgendwo noch welche abbauen und das Ikea-Logo ersetzen. Haben wir echt alle verbaut, Romatra? Ja, ich habe jetzt keine mehr. Sind in der Kiste, habt ihr alle rausgenommen, Fabo? Jo, ich habe keine mehr. Ich habe 2 Stacks insgesamt verbaut. Alter, Romatra wollte euch noch was behalten. Na egal, Romatra geht eh wieder ein Stream lang farmen, dann passt das. nehmen wir Eis? Oh, haben wir so viel Eis? Ja, ich habe 2 Stacks Blue Eis. Ja, lass machen, dann machen wir das. Entweder er findet es mich ab oder er freut sich wie ich über die Diablöcke. Ja, aber er darf sie ja nicht behalten, er muss die Romatra zurückgeben. Perfekt. Ja, der muss sie zurückgeben. Dann freut er sich auf jeden Fall nicht. Die sind ja nur geliehen, das ist ja nur für die Ausstellung. Dieses Romatra ist ja Künstler. Darlehen. Das war ja wirklich nur fürs Video. So, die will ich wieder zurück. Wie hat er das K gemacht, Alter? Alles ist keine eh Ahnung. Hier, wo ich gerade bin. Das passt schon. Leute haben gesagt, wir sollen das K durch ein C austauschen. Kannst du auch machen. Icea. Eis. Ja, Eis. Oh. Eis. Verstehe ich nicht. Gerade. Verstehe ich nicht, aber ich finde es lustig. Sehr dope, Mann. Sehr dope. Warte mal. Ja, perfekt. Outs drunter schreiben? Iced out. Ja, komm. Passt es so, dass das aus? Es sieht schon ziemlich kacke aus, aber das ist in Ordnung. Das soll so aussehen. Ja, lass einfach. Perfekt, Alter. Ich hab meine Thumbnails, Alter. Also, Digga, ich bin hier maximal zufrieden, Mann. Ich hätte es mir nicht besser vorstellen können, Alter. Und das ist echt stark. Also, da muss man einfach mal sagen, Shoutout an Romatra und Shoutout an meine Community, die hier gerade mit Twitch Prime so aktiv am Start ist. Auch. Okay, Leute, das war's von diesem wunderschönen Video, Alter. Wir haben mal wieder ein bisschen gebaut in Craft Tech. Ich hoffe, dass Romatra morgen den nächsten Content für mich vorbereitet hat. Der hat ja nichts anderes zu tun. Schaut auf jeden Fall gerne mal bei Romatra, bei Fabo, bei Veni und natürlich auch gerne bei Basti vorbei. Basti GAG, das ist der Kerl, wo man nicht weiß, wie er aussieht, aber der ist gut in Minecraft. Perfekt, ich würde sagen, an der Stelle bin ich raus, hau da rein, bis morgen, tschüss. Voll komisch, so diesen Block einfach zu sehen, ne? So Dia-Blöcke einfach so ein komisches Ding. Es ist halt bei uns im Haus, es ist bei uns im Grundstück. Von daher glaube ich schon, dass man das Recht haben kann, die Dinger zu behalten. Aber das sind echt ziemlich viele Diamantblöcke. Wisst ihr, was ich mir für Träume erfüllen werde? Ich werde mir jetzt richtig dicke Träume erfüllen. Als allererstes hole ich mir bei Spark die Gabeln. Ich werde bei Spark so rein shoppen, Bruder. Basti, vergiss nicht, dass wir das zurückbekommen, Dias, ne? Ich werde so rein shoppen bei Spark. Also das ist das Ding. Du musst die uns zurückgeben. Dementsprechend, ja. Basti, ja, Mann, ihm ist es aufgefallen. Ah ja, Basti ist gar nicht mad. Ja, schaut doch mal. Aber du musst sie zurückgeben, Basti, das weißt du. Das ist ja das Ding, Basti. Also, wir kriegen die ja zurück. Romatra. Ein paar auf Tasche. Kriegt die ja zurück von dir. Saugeil, Alter. Saugeil, wie er sich ab. Sau nice. Wir haben. Romatra will die Diablöcke wiederhaben. Also, das gibt eine Anzeige. Nein, Romatra wird uns dein Haus in die Luft sprengen, hat er gesagt.